Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Uncharted 2 Among Thieves. So, wir sind hier irgendwo. Ich schätze, ich soll ihm folgen. Nach unserer großen Verletzung. Versteht mich hier jemand? Ne, ich glaube, hier versteht uns keiner. Kann ich so ein Huhn essen? Moment mal, ich gucke mich mal ein bisschen um. Vielleicht kann ich die armen Leute, die mir das Leben gerettet haben, auch noch bestehlen. Hey, komm. Die haben mich in ihre Familie aufgenommen. Dann kann ich sie wohl auch bestehlen, oder? Familie bestiehlt man doch. Tut man nicht? Okay, ich kann nicht springen. Mein Springgehen ist... Boah, das war wohl ein klares Verpiss dich. Mein Sprunggehen ist auf jeden Fall verloren gegangen. Sag ich doch, ich kann sie bestehlen. Ui, was haben wir da? Widderkopf. Und den Rest lese ich jetzt nicht vor. Tok Chang oder so ähnlich. Gut, hat sich schon rentiert. Denkt euch nichts, das gehört so. Hey. Hi. Mu. Du verstehst mich nicht, oder? Gut, dann gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, vielleicht finde ich hier noch irgendwas zum Stehlen. Zum Ausleihen. Ich stehle ja nicht. Ich muss mich mal orientieren. Ja, finde ich auch. Okay, das sind Berge. Mhm. Okay, wir haben, also ich weiß jetzt genau, wo wir sind. Das sind Berge. Also an dem Berg von links kamen wir. Und wir müssen an die Spitze und dann darüber springen. Ist eigentlich kein Problem. Kriegen wir hin. Gut. Die nicht zuschauen. Ja, gehen wir weiter. Ja, ich komme ja schon. Kapiert, dir nach. Ja, ja. Aber lass die Hühner stehen. Ey, jetzt habe ich so einen Trödelfrosch hier vor mir. Unglaublich. Ich guck mal, ob ich hier noch was klauen kann. Verzeihung. Ja, ja, ich gehe mal hier über dein Feld. Das ist Disrespekten. Du wirst es dir nochmal überlegen, ob du irgendjemandem hilfst. Ach komm, einmal geht noch. Aber der läuft jetzt da hinten weg. Das finde ich gar nicht so gut. Entspann dich mal ein bisschen, mein Freund. Die Tatsache, dass das Gebiet hier so offenherzig begehbar ist, spricht aus meiner Sicht ziemlich dafür, dass ich hier irgendwann mal offenherzig mal sehen, wo es hier hingeht. Rumlaufen muss, oder? Ist das nicht in der Regel ein Zeichen dafür? Okay. Mein Klettergehen habe ich noch. Ich kann nur nicht mehr springen. Ne, springen geht nicht. Spring ist aus. Die werden sich auch denken, was ist denn das für ein Bekloppter? Und jetzt springe ich hier die alten Leute an. Ah, der hat eine Axt, den lassen wir lieber in Ruhe. Okay, okay. Hier, holt ihn euch. Schieß zurück. Los, schieß ihn zurück. Die wollen nicht, schieß. Die wollen nicht mit mir spielen. Vergesst es. Da hast du mehr Glück bei der Kuh. Gecko, heilige Kuh. Okay. Naja, Nathan kann mit Kindern. Ein bisschen. Younger Chingame, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Nansu? Ich verstehe kein Wort, mein Freund. Die haben wahrscheinlich gerade gesagt, schaut euch den Idioten an. Jetzt kommt schon, wo latschen wir jetzt hin? Ich kann doch jetzt nicht jede Ecke hier nach Schätzen durchsuchen, oder? Kann ich? Kann ich nicht. Will ich nicht. Ich habe meinen Widderkopf schon. Mehr will ich gar nicht. Jetzt komm, lauf halt ein bisschen. Kinder, ich kann euch sehen. Buh. Na, wo gehen wir hin, mein Freund? Hey, überall hier diese Viecher. Und der Kopf von Nathan ist genau auf Arschloch hier. Wenn das Viech jetzt sich ein bisschen falsch bewegt, dann stecke ich ziemlich im Arsch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden. Nate! Oh Gott sei Dank, du lebst! Ah. Tut mir leid, ich... Schon okay.
Elena, hast du eine Ahnung, was hier vor sich geht? Wie lange bin ich schon hier? Nur ein paar Tage. Ich bin der Spur zum Wrack gefolgt. Was ist denn eigentlich passiert? Du hattest recht mit Chloe. Anscheinend wollte sie gar nicht gerettet werden. Hat sie das getan? Nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schiffer Gudischer. Ja, nie Gott sei Song. Komm, du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Ah, unser mysteriöser Gast ist wach. Nate, das ist Karl Schäfer. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Gut. Bitte, hier. Es sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Drake. Ach, tatsächlich? Ja. Vor etwa 70 Jahren kam ich hierher, genau wie Sie, ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. Ich führte eine Expedition nach Tibet, um den Eingang nach Shambhala zu finden. Was sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also, mein Freund, wo haben Sie das gefunden? Borneo. Wieso? Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die haben Sie also besiegt. Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe. Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nate. Nein, Elena, mir reicht's. Schluss jetzt, ich spiele nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann, wenn das, was er haben will, in seinem Besitz ist. Ach ja? Schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamerlan und Chinggis Khan. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wird dann aus dem Mann, der den ganzen Stein besitzt? Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er her sein, Nate. Dann ist Lazarevich wirklich ein Spinner. Er jagt einen Mythos. Und wenn nicht? Ach, Elena, komm. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Tenzin, Ting Sanen, Pala Tingong Rei. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt Sie hin. Sho. Nyenyam de Sho. Na, das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Verstehst du eigentlich irgendwas von dem, was ich sage? Sieht einladend aus. Was steht da? Du dachtest ein Ding. Jetzt, wo du sagst. Du. Tesson. Pantomime liegt mir nicht. Guck mal. Schon mehr. Warte. Tenzin. Wozu brauchst du das? Leute, Elena ist echt eine coole Alte. Die hat uns mal wieder den Arsch gerettet. Bevor wir jetzt aber weitergehen, gehen wir mal ganz kurz hier hinter ins Eck. Einfach mal just for fun, vielleicht funkelt und glitzert was. Die hat uns mal wieder den Arsch gerettet. Und man sieht, es bahnt sich allmählich was an. Richtig, richtig geil. Und es war doch klar, dass die Nazis wieder ihre Finger da im Spiel drin haben. Also irgendwie in den ersten Teilen waren die Nazis wirklich präsent. Mr. Schäfer ist sicher kein Deutscher. Verdammt tief. Ist mit Sicherheit kein Ami.
Und wer wollte den Stein der Macht wohl haben? Oh Mann. Das war knapp. Da kommen wir ja niemals rüber. Kann ich das angucken? Was hast du da? Was? Ein Seil. Ich übersetze. Mein Tibetanisch ist nicht so gut, aber dann er hat viel Seil Glück, gesagt. Kumpel. Das klappt nie. Wow, du hast es geschafft. Gut. Klar, schwingen wir uns mit diesem 70 Jahre alten Seil rüber. Ja, was soll schief gehen? Nicht dein Ernst. Hoffentlich weißt du, wo du hingehst. Ja, ich glaube, er weiß es. Und ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Oh, cool, gefreeste Kamera. Ich liebe es. Die Leiter wird mir fast mehr Angst machen als das 70 Jahre alte Seil. Genau, das habe ich auch gedacht. Ja, Nate ist so geil, Leute. Ich hab den Kerl einfach gern. Und wir haben einen Schatz. Gucken rentiert sich halt doch. Tibetische Ritualklinge. Nice, wir sind wenigstens ein bisschen bewaffnet. Apropos bewaffnet. Nein, ich bin gar nicht bewaffnet. Geil. Und er hat ein Messer. Oh Mann. Oh Mann. Gut, dass ich den Burger gestern nicht gegessen habe. Sonst hätte ich dann niemals durchgepasst. Eine Gnade wäre aber echt nice. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Yeti. Aha, du gehst da lang, ich gehe hier lang, okay? Nasse Füße sind vielleicht in der Gegend gar nicht so klug. Okay, wie geht da? Was gucken wir hier? Aha, du hast wohl gesagt, ich soll da runtergehen. Okay, okay, okay. Jo, dann gehe ich mal runter. Wir haben wohl die Reste seiner Expedition gefunden. Oh oh. Anscheinend sind wir auf dem richtigen Weg. Aber hier ist nichts. Das kann Schäfer nicht gemeint haben. Pinetto. Ah, da lang, klar. Die Dinger beißen, weißt du? Geil. Ja, die Dinger beißen und ich bin, nicht unbedingt bewaffnet. Nur mal so zur Info. Ich bin wieder in meiner Pazifistenrolle, aber wisst ihr was? Ich komm gleich hoch. Das ist doch eigentlich prädestiniert, dass hier was liegt, oder? Ja, ja, entspann dich. Ein bisschen was, eine Gnade. Ey, Nazis hatten immer Gnaden dabei. Die haben mit einer Gnade gepennt. Sowohl den richtigen Schlaf als auch den Beischlaf. Alles mit einer Waffe. Und ich schwing meinen ab. Wo sind denn die Wölfe hin? Na kommt schon, ich glaube euch viel, aber von Sprungwölfen habe ich noch nie was gehört. Oder Wölfe, die ein Seil benutzen können. So. Nate, wir sollten ein bisschen schneller bei dem Kerl mit Messer bleiben. Irgendwo sind hier noch Springwölfe. Hallo? So. Ach komm schon, Alter. Das sind Schneeschuhe, keine Laufschuhe. Hui. Er kann besser springen noch als ich. Noch mehr Wölfe. Ach, fantastisch. Du Scheiße. Der Show. Ja, ja, ich komm schon. Ey, hier ist echt nichts. Das ist enttäuschend. Oder kann ich da irgendwo hinspringen? Nee, kann ich nicht. Alles klar. Ja, schauen wir uns die Leiche an. Was hast du gefunden? Roddy Schäfer, die Mim, Batache. Er ist schon eine ganze Weile tot. Eh, da. Der Chintamani-Stein. Das muss einer von Schäfers Männern sein. Tja. Der Kerl ist jetzt begraben. Diesmal du besser. Und da geht's ganz schön tief runter. Naja, wir sind auf jeden Fall sicher vor den Wölfen. Oder? Was sagst du? Okay. War's das? Ihr habt mir jetzt das Foto gezeigt. Ist das jetzt der große Beweis?
War das jetzt irgendwas? Soll ich irgendwas tun? Was soll ich... Da kann ich doch nicht rüberspringen. Jetzt komm schon, Leute. Wirklich, was soll ich denn machen? Hey, mein Freund. Ein bisschen gesprächiger dürftest du sein. Ah, hier. Tenzin, los! Okay, ich helfe dir hoch. Mogo, nie kann ja gar. Was? Ja, ja, dahin da. Ja, ich kann leider immer noch nicht. Ich zuerst, was? Ja, weil da sind Wölfe. Okay. Und er hatte wohl keinen Bock auf Wölfe. Warum wohl? Und wie helfe ich ihm jetzt hoch? Tenzin? Okay, Tenzin hat sich in Luft aufgelöst. Ein tibetischer Geist. Ach, da stirbt man übrigens, wenn man runterspringt. Ey, komm, der Tod hat jetzt echt auf sich gewartet. Also, da kann ich nicht hin. Da muss ich aber hin, wenn ihr mich fragt. Kann ich da hin? Ja, kann ich. Wenn ich jetzt... Ja, geht. Ah, hier sieht man die Griffe auch echt verdammt schwer, Leute. Also mal ganz im Ernst. So. Einmal hier rum. Das konnte man aber auch leicht übersehen. Waren hier vorher nicht die Wölfe? Och, nimm dir doch irgendwas zum Verteidigen mit, mein Freund. Irgendetwas. Aber wenn hier die Wölfe waren, wo sind die hergekommen und wo sind sie hingegangen vor allem? Okay, das schaut gut aus. Ey, was für eine Kletteraktion. Und jetzt dahin, würde ich sagen. Nein. Man kann es aber wirklich brutal einfach verwechseln. Really? Oh, wie ich das beim Spiel hasse. Diese madigen Game Save Points. So, einmal hier rüber. Komm schon, ein bisschen mehr, ein bisschen rüber, ein bisschen runter. Und einmal bitte fallen lassen, aber nicht zu weit. Hoch mit uns. Hoch mit uns. Hoch mit uns. So. Gut. Also die Richtung ist schon mal, die ist schon mal richtig. Da können wir drauf vertrauen, dass das richtig ist. Die Frage ist nur, wohin? Ach, da ist Tenzin. Okay. Na mal ernsthaft, ich weiß es nicht. Soll ich? Ach, scheiß drauf. Den nehmen wir noch mit. Ich glaube, ich bin jetzt des Todes. Aber hey, komm. Die nehme ich mit. Okay, so weit waren wir ja schon mal. Ich meine, ich sehe da hinten einen Griff, aber ich glaube nicht, dass er so weit springen kann. Also genau da so an der Seite sehe ich einen. Okay, er kann. Nate kann einfach. Okay. So weit, so gut. Und ich bin hier. Kann ich mir das irgendwie angucken? Nimm das Seil, helft dem Sack rüber. Helft dem faulen Sack rüber. Also unser Sherpa ist echt faul. Wir haben, glaube ich, den faulsten Sherpa gekriegt, den es gibt. Kann ich da rüberspringen? Das klappt doch niemals. Never, Leute. Aber irgendwie... Ah. Komm schon, ich fang dich. Ja, ich fang dich. What's wrong? Hab dich. Ah, bitteschön. Du schuldest mir was. Drück die Zähne. Ach, er kann mit dem Seil. Okay. Wir brauchen einen Seilführer. Alles klar. Tenzin, mach deine Zirkusnummer.
Und vielleicht heute noch. Ach, schön, dass dein Gegenstück schon an der Wand hängt. Feine Sache. Und das, die Seil schaut ehrlich gesagt nicht nach 70 Jahren aus. Uiuiuiui. Okay, wir sind wohl quitt. Okay, wir sind quitt. Sag dich doch. Sag dich doch. Aber meine Freunde, wie es weitergeht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin.